Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im siebten Teil meines Automation The Car Company Tycoon Simulator Let's Play. Ja, was soll ich euch erzählen, Leute? Es läuft nicht so rund, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin immer noch am Straucheln, am Tun und am Gucken und irgendwie, naja, bin ich froh, dass ich momentan monatlich nur 1 Million Miese mache. Also, es ist wenig Verlust, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt trotzdem gucke ich mich jetzt nach einem neuen Projekt um, weil das vorherige Modell, was ich schuf, das läuft mittlerweile, also Verkäufe laufen und jetzt, naja, würde ich sagen, vergeuden wir keine Zeit damit. Gut, hier steht alles, sehe ich gerade eben, da bewegt sich jetzt nichts. Genau, damit es halt eben nicht weiter zum Verlust kommt. Ja, was nehmen wir jetzt, ne? Konstruktionszeit, nämlich Leiterrahmen, Chassis, galvanisierter Stahl, rostfreier Stahl. Ja, Motoranordnung, Front quer, Front längs. Ja, nehme ich längs. Doppelquerlenker hinten. Weiß nicht, soll ich Doppelquerlenker nehmen? Was nehme ich denn? Ja, ich hätte gesagt Starrachse mit Schraubfedern, oder? Oder? Oder Blattfedern? Ach, das ist das eine billige System. Was heißt billig? Sagen wir so, kostengünstig. Und so von der Belastung her strapazierfähiger, also mit einer höheren Tragfähigkeit. Ne? So Leute, was mache ich denn jetzt? Ha? Das ist eine Schräglenkerachse. Aha, das ist mit Einzelradaufhängung, so wie es aussieht. Ja, nee. Doppelquerlenker. Oh, Einzelradaufhängung, nee. Ich nehme Starrachse mit Schraubfedern, fertig. Genau, Qualität heben wir an auf 2, das sollte passen. So, ja. Next. Vorhandener Motor, welcher würde denn reinpassen? Ich nehme jetzt einfach mal diese Variante. Ich hoffe. Okay, das sollte jetzt eigentlich passen, denke ich, oder? Keine Ahnung, ob der Motor reinpasst. Moment. Wenn zuvor ein Motorprojekt erstellt wird. Ach so, okay, naja gut. Trim Body. Okay, schauen wir mal. Das sollte jetzt eigentlich so eine Familienkutsche werden. Mhm. Jawohl. Jetzt haben wir etwas mehr Platz, ne? Ich glaube, so sieht das Ganze brauchbar aus, ne? Ui. Oh. Wow. Das schaut ja cool aus, Leute. Oder? Schön verbreitern. Jawohl. Das gefällt mir doch unheimlich gut, ne? Coole Sache. Oha. Ja, jetzt haben wir etwas mehr Platz in einem Wagen. Ist halt praktischer, ne, von der Beladbarkeit. Jetzt wirkt er halt doch sehr Coupé-lastig, aber schön. Schaut auch gut aus. Was mache ich denn jetzt? Eher so Leichenwagen-Style oder eher so Coupé-Style? Hm. Wisst ihr was? Ich lasse es jetzt einfach mal so auf Coupé-Style. So erinnert mich das sehr an einen Schweden. Vielleicht weiß der ein oder andere, was ich meine und welches Modell ich meine. Deswegen ist zwar auch ein schönes Auto, aber nicht mein Geschmack, ganz ehrlich.
Machen wir so. Ne? Mehr abschrägen. Ja, jetzt schaut er ziemlich coupéhaftig aus. Schön, 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 schön. Gut. Dann würde ich sagen, was hast du denn jetzt? Karosserie, Qualität. Mhm. Ja, sollte passen. Was willst du jetzt von mir? Habe ich doch ausgesucht. Ach ja. Okay, gut. Karosserie Qualität 2. Repairs. Jetzt schauen wir mal, was wir noch hinzufügen können. Nehmen wir mal Silber. So, das nennt sich Silber Matt. Ne? Okay, noch eine Farbe. Dann nehmen wir noch. Moment, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte noch gerne. Ein Moment. A new paint. Nehmen wir mal grün mit, ne? Halt. Grün. Mit. Aha, Silber mit, grün mit. Passt. Okay. Ja, nehmen wir noch schwarz mit. Schwarz. Mit. So, okay, cool. Was brauchen wir noch? Ein schönes Blau mit, ne? Nur dunkel. Blau mit. Mhm. So. Das nennen wir dann Gold mit. Pink mit. Passt. So, dann brauchen wir noch Reinweiß. Schwarz. Nehmen wir noch rein pink. Pink. Ja, das sollte reichen. Ich glaube, ich muss es jetzt echt nicht übertreiben. Achso, rot habe ich jetzt nicht mehr, ne? Okay. Genau. Rot mit. Okay. Rein rot. Also reines Rot, ne? Okay, rot, rot, rot mit. Schön. Hm? Ja, nehmen wir mal Weiß, weil es sieht irgendwie übersichtlicher aus, finde ich jetzt. Okay, dann machen wir mal weiter. Jo, jetzt geht's um Scheinwerfer. Sieht schon gut aus, ne? Wow! Weiß ich auch nicht. Sollen wir die vielleicht noch ein bisschen länger ziehen? Ach nee, das sieht nicht aus. Hallo. Lassen wir das mal so. Okay. Rückleuchten. Ganz wichtig. Mhm.
Ui, 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 ui. Okay, das passt eindeutig voll nicht. Wir bräuchten so Kästchenlicht, ne? Vielleicht so. Hallo. Oder die vielleicht. Ach Mann. Hat sich denn da verhakt jetzt? Ist jetzt natürlich schwierig, ne? Was nehme ich denn jetzt Schönes? Soll halt auch schön sein, das Ganze. Was vielleicht? Ja, obwohl, Moment, Leute, das könnte was werden sogar. Ne? Ja, fast, ne? Aha. Oh, Moment. Aha. Ja, sieh an, das sieht doch toll aus, ne? So ein bisschen abgeschrägt. Ach nee, das passt dann gleich gar nicht. Aber sowas von nicht. Moment, Moment. Nee, will er nicht. Okay, gut, dann müssen wir was anderes suchen. Ich glaube, am besten passen so sowas, ne? Rechteckig. So, jetzt haben wir es. Okay. Das machen wir jetzt schön auf schmal. Genau. Und jetzt in die Länge, bitte. Genau. Ja, wird doch was, ne? Na also, schön. Schön oder schön, Leute, ha? Na. Gut. Blinkers. Sam Blinkers. Brauche ich nicht. Der hat welche schon drin. Das ist okay. Gut. Bevorzugte Kühleröffnungen. Ja. Wow. Schaut doch cool aus. Ja. So, sein Kühlergrill, ne? So, da brauchen wir jetzt natürlich was Schmales. Vielleicht etwas like sowas, ne? Also jetzt nur testweise, ne? Soll, muss ja nicht so bleiben. Ein bisschen auseinander, ne? Ja. Und schon haben wir ein hübsches Auto, ne? Oh, ne? Ja.
Das schaut ja wuchtig aus. So, Luftöffnungen. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen was in der Stoßstange. Er soll ja möglichst, ja, aggressiv sportlich aussehen, würde ich mal sagen, ne? Na, sowas. Also wenn der Wagen nicht hübsch aussieht, dann weiß ich jetzt auch nicht. Sieht doch richtig sportlich aus, ne? Schön. Nebelscheinwerfer integriert, ne? Tolle Sache. Echt, wow. Gefällt mir. Luftputze. Nehmen wir mal die. Wow. So ungefähr, ne? Kann man das so lassen? Ja, ne? Ein schöner sportlicher Family Van. Also ich find's toll. Windows Sunroof, bevorzugte Aerodynamik. Ah, Lippe. Okay. Aha. Oha, jetzt habe ich kapiert. Gut. Nur mal kurz testweise. Das kommt weg. Jawohl. Nö. Nee. Oder? Ja, das sieht doch gut aus, ne? Schon. Das ist Lippe. Doch, das ist Hinteransicht, ne? Normalerweise. Ja, lassen wir mal das so, oder? Jo, passt. Spoiler. Mhm. Das schaut ja cool aus. Brauchen wir sowas überhaupt? Nein. Was mache ich denn da, Mensch? Moment, ich muss mir jetzt erstmal so ein bisschen einfinden. So, okay. Zugegeben, gefällt mir jetzt nicht so.
Dann nehmen wir doch lieber den da. Oder so, ne? Ja, cool. Ha, das ist ja ein Van, ha? Red Misk. Ach so. Diesel, ne? Ja, ich glaube, das passt so, ne? Ach, jetzt habe ich die verschoben. Ich glaube, ich bin ungefähr, ne? So. Motorhaube, okay, zack. Ja, sieht doch gut aus. Kann man lassen. Halt, Moment. Verkleidung, Verkleidung. Hey, das schaut doch cool aus, oder? Der krummte Spiegel. Coole Sache. Körperformung. Für die Heckklappe vielleicht, ne? Irgendwie passt mir das jetzt nicht so ganz. Irgendwas stimmt da jetzt nicht, oder? Naja, ist jetzt egal. Antenne, jawohl, die brauchen wir natürlich auch. Ja, die nehmen wir. Ich glaube, das könnte mittig sein, oder? Oder das? Ja, ich glaube, das. Passt. Schön. Kennzeichen. So. Aber jetzt, ha? Ach so. So, dann nehmen wir das raus, ne? Was ist denn das jetzt? Schaut ja cool aus. Konzept Sport. Schön. Ring.
Frontschürze. Mach ich die? Normal nicht, ne. Lackette, jawohl, mein Markenwappen. Ich nenne mich ja Ghost, ne? Also Produktion. Dann kommt auch hier dieses dieser Geist rein. Na. So soll es sein. Aber ich finde, schaut richtig cool aus, das Auto. Oh, jetzt auch. Schön. Hinten auch. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Richtig cool. Räder, jetzt kommt es. Aufs Wichtigste. Ein wunderschöner, schicker Felgensatz. Ja. Sieht gut aus, oder? Oder irgendwas Spaciges? Ja, die schauen ziemlich spacig aus. Okay, gut. Mhm. Schön. Auspuffblende, jawohl. Ja. Da schon mal ein Turbo schön drauf, ne? Jawohl, das sieht gut aus. Damit jeder weiß, worum es sich hier handelt, ne? Anhängerkupplung gibt es natürlich auch. Wäre schlimm, wenn nicht, ne? Super. Oh, ich brauche noch Türgriffe, ne? Achso, das ist so eine Art wie Reserverad. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Ne, brauchen wir nicht. Auspuffblende, Räder. Lieblingsverschiedenes. Türgriffe, jawohl. Was? Ah, ein Stückchen höher vielleicht, ne? Genau. Super. Ah, hängt in der Verbreiterung drin, Moment. Ja, sieht gut aus, ne? Passt, schön. Bin ja fast stolz auf mich. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz in die... Halt, das möchte ich jetzt unbedingt speichern. So. Wow, also ich finde ihn richtig cool, ne, den Wagen. So, jetzt. Er soll natürlich auch Allrad haben. Mhm. Mhm.
Aha. Kostet das gleiche. Okay. Gut. Na, nee, das schaut ja noch gar nicht gut aus hier. Okay. So. Jawohl, 18 Zoll sieht gut aus. So, ET. 30. Wow. Das macht ja gleich was her, ne? Aber ich glaube, vorne ein bisschen zu breit. Mhm. 250er. 245er, ne? Oh. Sagt jetzt. Reducing rim size. Ach komm. So soll es ja sein, ne? Ah, das sieht doch gut aus. Wow. Echt, echt cool, ne? Das ist ja echt ein wunderschönes Auto. So, jetzt brauchen wir noch schnell einen Motor. Mhm. Okay, 4,3 Liter. Alles klar. Das sieht gut aus. V8 Maschine. Uiuiui, was ist denn da los? Was stimmt jetzt da nicht? Hallo? Was sind jetzt für Probleme? Da ist ja der Motor. Schön. Wow. Cool. Echt schickes Auto. Total. Den würde ich mir auch kaufen. So, aber wieso sind jetzt die Räder so weit innen? Das verstehe ich jetzt nicht. Vorne ist schön, aber hinten nicht so. Das läuft hinten jetzt nicht so korrekt. Okay. Och. Wow. Schön. Schön, 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 schön. Gut, dann boxieren wir die weiter raus, ne? Aber der Wagen steht so wuchtig da, ich finde das so cool, echt. Nur ein Stückchen. Noch einer. Ja, ich glaube, jetzt ist perfekt. Jetzt ist er perfekt. Schön. Sieht ganz, ganz toll aus.
Achso, Moment, Diagonalreifen, hallo. Nein, 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 was ist denn jetzt passiert? Mittlere Profilmischung. Was hast du denn jetzt? Okay. Low Profile. Ach komm, red doch kein Quatsches. So schaut es doch gut aus. Sehr gut sogar. Schön. Stahl, Magnesium, Aluminium. Schön. Okay. Ich glaube, das sollte soweit passen. Okay, 18 Zoll. Also lassen wir das Ganze. Der Wagen soll ja angeblich noch komfortabel bleiben. Ein Mix aus Sport und ja, einfach sportlich soll er aussehen. Okay. Okay. Massiv Scheibe. Innenbelüftete Scheibe ist besser, genau. Ein Kolben, massive Scheibe, auch ein Kolben. Okay, ich glaube, das sollte soweit passen. Ich lasse es jetzt einfach mal. Wir werden sehen, was er sagt. Brauchen wir einen Offroad-Unterbodenschutz? Naja, das kostet nur was. Okay. Nee. Nö. Nee. Okay, hinten haben wir drei Sitzer, vorne zwei. Okay, innen noch einfach Standard Premium. Unterhaltung 8 Spur, einfach an Kassette. 8 Spur. Okay. Traktionshilfen. Okay, Sicherheit einfach. Standard. 80er Jahre, okay. Standard Gasdämpfer. So, jetzt schauen wir mal, was er sagt, ne? Los geht's. Ui! Haha. Zum Reifengrip gering. Aha. Ja, dann machen wir mal einen Test, ne? Moment, Bodenfreiheit. Die kann man reduzieren, ne? Wow! Jetzt habe ich ihn sogar noch ein bisschen tiefer gelegt. Aha. Gut, ne? Sieht aber eher aus wie so ein Auto der Ende der 90er, ne? Naja. Meinetwegen. Schon wuchtig, echt. Gefällt mir schon unheimlich gut.
Aha, wir haben einen Sechszylindermotor drinnen. Was? Mit 4,3 Liter, was ist denn das für ein Sechszylinder? Heidewitzka. Nee, dann möchte ich doch lieber den V8 Biturbo, ne? V8 Biturbo. Aber warum ist der so schwach? Das verstehe ich nicht. Verdichtung 8 zu 9. 8,9 zu 1. Aha. Entweder zum Turbolader. Naja. Die vordere Bremskraft. Gut, dann müssen wir das ein bisschen vergrößern. Hinten vielleicht auch. Moment. Okay. Zwei Kolben. Aha. Try to increase area grip. Aha. Belagtyp. Sieht der Wagen jetzt aus? Boah, das sind Scheiben, die er jetzt drin hat. Echt cool. Hat schon Mordsscheiben hier. Gut aus. Schaut richtig, richtig gut aus. Hallo? Ah ja. Okay. So, the car tends to oversteer. Tends oversteers. Corner performance and reliability. Adding rear grip. Ah ja, jetzt so. Schön langsam jetzt was. Are right for the loosened tire compound in the, that they carry. Try decreasing the rear tire width. Was? Ich soll die Weite verringern? Och nö. Car load is now for its cargo model. Decreasing right heath. Or Spring Stiffness. Okay, Fahrzeughöhe. Oh nee. Ah, was ist denn da passiert? Oh nee. Boah, Leute, was ist denn jetzt da passiert? Ich habe keine Ahnung, was jetzt da los ist, ne? Ich hätte jetzt gerne ein bisschen was auseinandergezogen. Aha, das ist ein Cabrio, cool.
Schweizer. Ich weiß nicht, warum ich jetzt... krasse... Aha, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Super, hätte ich jetzt lang deichseln können, ne? So. So, okay, wie kriege ich jetzt die Fahrzeughöhe, also wie soll ich sagen, die Dachhöhe hin? Aha. Super. Was ist jetzt mit der Dachhöhe, Leute? Jetzt schauen wir mal, was sagt der jetzt? The right heath or spring stiffness. Okay, jetzt angenommen, ne? Jetzt ich entscheide mich dazu, den Wagen etwas zu... Ah ja, okay. Ah ja. Alles klar. Ach ne, was ist das jetzt? Das bringt, glaube ich, gar nichts. Okay, dann belassen wir das mal so, ne? Cool. Okay, jetzt rein theoretisch. Moment, jetzt wenn ich nochmal... Trim Body. Okay, das ist jetzt sehr aggressiv, ne? Aber das sieht echt cool aus. Der Wagen sieht jetzt so böse aus. Was ist los? Wow. Cool. Ah ne, so nicht. So ist besser. So ist, glaube ich, komfortabler, ne? Unbocken. Jetzt, ah. Na, also, so ist gut. Und so bleibst du jetzt, ne?
Aber da kannst du dich ja verletzen bei der Schnauze. Echt, das ist ja Wahnsinn. Body. Okay, dann gucken wir nochmal. Jetzt weiß ich nicht. Schaut das jetzt irgendwie ein bisschen. Also jetzt haben wir irgendwie ein Problem. Jetzt. Besser. Wow. Er schaut richtig böse aus, der Wagen. Coole Sache. Gefällt mir. Okay, jetzt wollen wir nicht mal weiter hier verbasteln. Drivable and spawn is try to increase the rear grip. Aha. The car to remain OSG is reducing cornering performance and drivability. Adding the rear tires are wide for this and all that. Ah, grip, grip, grip. Die wollen ständig nur Grip hier. Was? Mal, was er sagt. Vor allem, wie das aussieht. Moment. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Naja, schauen wir noch mal. Das ist halt alles nicht so einfach, ne? Just reducing. Aha. Rear grip. Okay, mehr geht nicht. Wow, schon cool, echt. Aber so richtig. Very low perfection and comfortable. Reducing cornering performance and driver to consider adding rear grip.
In Erwägung. Sollen wir da was machen oder nicht? Jetzt, ich probiere noch mal so ein bisschen was hier zum Basteln. Jetzt rein theoretisch, ne? Ja, dann gibt es natürlich jetzt neue Probleme, das ist klar. Ah, das ist doch Schwackes, echt. Wow, okay. Ich glaube, die Räder kann ich wieder etwas reinsetzen. Moment, Räder. Ich glaube, das sollte passen. Ja, so ist perfekt. Sehr schön. Vorne auch, ne? Ja. So ist gut. Reducing the willingness boldness, try to increase rear grip. Hey, das ist ja alles echt nicht einfach. Moment mal. Ich habe jetzt. Fortgeschrittene Automatik. Beispiel. Was sagt er jetzt? Ah. Übersetzung. Macht er jetzt? Overdrive due to the magnetic constant lowering the top speed setting. Ah, Scheibenkleister. Okay, was sagt er jetzt? Tire wide resistance component carrying reason tire which. Aha. Nee, das lasse ich jetzt einfach so. Mir gefällt das. Und fertig, ne? Ha. Ja, das Optimum herauszufinden ist natürlich nicht einfach, muss ich euch gleich sagen, Leute. Rim Size, ja. Bla bla bla. So, okay, das sollte funktionieren. Click to complete design. Jetzt schauen wir mal. Okay. Der Trim One. Family 3 V8 Turbo. Was heißt das jetzt? Fertiggestellter Entwurf. Gehe zum Autoknopf, um Edit zu erteilen. Was, um zu editieren? Nö. Ja, und was heißt das jetzt? Wird er jetzt produziert oder nicht? Das ist halt alles nicht so einfach, ne? Ja, genau. Also ich werf. Okay, View Next Panel. So. Gut. Was heißt das jetzt? Irgendwas passt ihm nicht. Der Vibron wird hier produziert. Model 1. Aha. So. Okay, was brauchen wir hier dafür? Stahlpressen. So. Moment, da müssen wir es anders machen. Halt. Zwar, ich gehe dann dahin. Auf Mitteln. Oder? Schau mal, da alles passt. Genau, den bitte mitproduzieren, ne? Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das sollte so passen. Schauen wir mal. Okay, Bibron und Modell. Ja, genau. Gut. Mit der Model One.
So. Günstiger, das ist klar. Sparen wir noch ein bisschen was. Okay, gut. Dann schauen wir mal, ob das jetzt so passt, ne? Ja. Gut, ich hoffe, das halt jetzt hinhauen. Economy Chain. Overtime. Naja, ich lasse es jetzt einfach mal so. Erhöhen Sie die minimale Gewinnspanne. Okay, jetzt hoffentlich passt das so. 30%. Vio Next Panel. Okay, Complete Design. Hoffentlich wird das ein Verkaufsschlager. Ich sag's euch, Leute. Activate Loan. Jetzt aus dem Weg. Oder das ist ja gut. Da schreiben wir mal dieses Projekt, ne? Select the projects. Yes. Yo. Boah, Leute, hoffentlich klappt das jetzt. Jetzt werden wir sehen, ob das jetzt mit dem klappt, ne? Mit dem Model 1. Mit dem 82er. Was heißt das jetzt? Entwicklung und Car Engineering. Okay. Boah, hoffentlich mache ich nicht pleite, Leute. Echt, das wäre furchtbar. Producing all latest car. In this model. Entwicklung und Car Engineering. Okay, jetzt wird das Auto entwickelt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, wir werden jetzt sehen, was das bedeutet. Ich kann ja jetzt noch nicht starten mit dem Verkaufen. Klappt ja nicht. Boah, Leute, ich bin bald pleite. Ich habe nur noch 55 Millionen. 53 Millionen. Oh mein Gott. 52. Wie halte ich das aus? 50. Mann, oh Mann. So, was heißt das jetzt? Engine Factory. Okay, jetzt hoffentlich klappt es auch. Boah, Leute. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier Gas geben. Schauen wir mal. Gleich bin ich pleite. Glaube ich. Ja, jetzt hat sich mir das ganze Verhältnis verschoben. Boah, Leute. Ich mache jetzt so miese. Oh. Mann. Umsatz 316.000. Das ist ja nichts. Boah. Boah, ich habe so Angst, Leute. Hoffentlich kommt jetzt ein Schub, dass ich endlich den Wagen verkaufen kann. Oh nein. Gleich bin ich 1 Milliarde im Minus. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder bankrott. Oh, das gibt's doch nicht. Score difficulty. Okay. Starting year. Leute, ich bin schon wieder pleite gegangen. Oh, naja.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir machen jetzt wieder einen Cut. Ich weiß nicht, ich bin jetzt echt am Verzweifeln. Warum mache ich ständig Pleite, miese? Da muss ich mich noch ein bisschen einstudieren hier in das Spiel, weil es ist nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Das ist echt, ja, ziemlich tricky. Und ich spiele noch den einfachen Modus. Dann möchte ich nicht wissen, wie schwer der komplizierte Modus ist. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen wieder einen Cut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren und Glöckchen drücken. Bitte nicht vergessen, denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch am Start habe. Von dem Video logischerweise muss es eine Fortsetzung geben. Ich möchte endlich erfolgreich sein und ihr könnt mich natürlich gerne begleiten und über die Schulter gucken, ob ich das nächste Mal auch etwas besser mache. Ja, gut, Leute, ich sage danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, bis bald. Also, bis dann. Ciao, ciao.